Hallo alle miteinander. Ganz kurz, ja, der Aufzug. Das ist ja immer das Schreckgespenst, was wie ein Damoklesschwert über einem schwebt, wenn man mit dem Zug und Fahrrad unterwegs ist. Aber wow, das ist ein richtig großer Aufzug. Da passt mein Fahrrad komplett rein, seht ihr? Und hinten ist sogar noch ein bisschen Platz. Also Düsseldorf Hamm, Daumen hoch, klasse Aufzug. Allerdings, wenn man rauskommt, tja, da ist nicht immer alles ganz so schön. Da liegen dann hier schon mal links mit bunter Wäsche ein paar Leute rum und schlafen. So, aber jetzt gleich erstmal ein Eindruck live von vor Ort, der Kommentar. Ja, hallo alle miteinander. Irgendwie hatte ich gerade wieder ein bisschen Probleme mit dem Display drehen. Naja, gut, sei es drum. Hallo, heute ist natürlich Vatertag und der Feiertag heute am Donnerstag. Was macht da natürlich ein Fahrradverrückter? Eine schöne Radtour. So, und wo? Ich bin heute hier in Düsseldorf-Hamm am Bahnhof. Wie ihr hoffentlich vielleicht da oben im Hintergrund hinter mir sehen könnt, da bin ich heute angekommen. Jo, und jetzt werde ich ein schönes kleines Türchen machen. Und wie gesagt, von unterwegs bekommt ihr dann natürlich noch ein paar schöne Tipps. Jo, also ich denke mal, dass ich mich hier und da nochmal dann von unterwegs melde. Also, bis später, winke, winke. So, jetzt hier nochmal vom PC-Schneidetisch aus. Ihr seht, ich bin jetzt hier schon Vorplatz hier, Düsseldorf-Hamm. Hier ist auch die Endhaltestelle einer Straßenbahn oder U-Bahn, keine Ahnung. Die haben hier sogar noch tatsächlich eine Kehrschleife. So ein Dreieck ist das. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch benutzt wird. Wollte ich eigentlich gucken, aber die Zeit drängt. Der Tag ist schnell rum, also auf geht's. Ja, jetzt geht's erstmal hier ein kurzes Stückchen. Ja, ihr seht, durch eine kleine Häuseransiedlung. Und ihr seht schon, da hinten rechts ist auch schon die Bahnbrücke in Sicht, die, wie gesagt, vom Neusser Seite hier rüber bis nach Düsseldorf-Hamm führte. Und natürlich, wenn wir jetzt hier hochkommen, dann, was sehen wir? Den schönen Rhein. Jo, also wie gesagt, beziehungsweise habe ich ja noch gar nicht gesagt, es wird eine Tour, die mal vom Norden, also von Düsseldorf bis nach Köln geht, aber eben mal nicht am Rhein entlang. Auch wenn es jetzt hier ein kurzes Stückchen ist. Das ist aber nur ein kurzes Stück. Weil ich jetzt die Uferseite, die Rheinseite wechseln muss. Und da sind nur ein paar Kilometerchen hier von der S-Bahn-Station Düsseldorf-Hamm bis nach Köln-Weiden-West, dem S-Bahnhof. Genau. Ja. Ich glaube, hier links sieht man, konnte man noch gerade sehen, da diesen beigeren Teil da auf den Ziegelsteinen. Ich glaube, so hoch war das Wasser schon. Dieses Jahr wahrscheinlich gewesen. Und ja, natürlich hier mal wieder ein kleiner Stopp. Hier ein Strand am Rhein, wie man sieht. Aber hoppla, immer gut aufpassen. Wer also hier die Tour mal nachradelt und meint, bei 28 Grad und mehr mal vielleicht in den Rhein baden zu gehen. Immer ganz vorsichtig sein. Strömungen. Es sind schon einige Leute da ertrunken drin. Ja, das ist auch immer so ein bisschen das Problem, dass dann immer da Leute auf dem Weg rumstehen. Und wenn man dann gerade auch noch einen Berg hochfahren muss, selbst mit E-Bike ist das ja nicht immer gerade, ja, eine leichte Übung unbedingt. Ne? Man muss dann immer
runterschalten, raufschalten und auch noch die Unterstützung beachten. Wie auch immer. Ja, also wie gesagt, hier jetzt an dieser Rheinbrücke, die natürlich hier jetzt für die Fahrzeuge ist. Hier nehme ich jetzt die Rampe, fahre dann da hoch. Ja, was ich kurz erklären möchte, es war also eine 43 Kilometer Tour. Start am S-Bahnhof Düsseldorf-Hamm. Dann entlang am Rhein ein Stückchen. Dann geht es ein Stückchen der Erft entlang von Neuss aus. Und dann weiter am Norfer Bach, Knechtstädtener Wald. In Knechtstädten habe ich natürlich dann noch eine kleine Pause machen wollen, aber dazu erzähle ich dann später noch ein bisschen was. Und dann geht es weiter in den Waldteil Chorbusch. Der schließt sich da nämlich drin direkt an. Und dann folge ich immer weiter dem Kölner Randkanal bis zum S-Bahnhof Köln-Weiden-West. Ja, jetzt muss ich hier erstmal, da steht es ja auch dran, was das hier ist, die Josef-Kardinal-Frings-Brücke. Und hier war dann auch ein schönes Blümchen, was es ist. Vielleicht habt ihr eine Idee, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht, fand es aber schön. Und weil es gerade so praktisch war, weil die Rampe hier jetzt von der Brücke runter, allerdings nur für Fußgänger. Ja, und ich habe runter auch geschoben, aber ab hier wollte ich dann auch schon wieder aufs Rad. Ja, und schön fand ich jetzt eigentlich auch, was ich nicht so auf dem Schirm hatte oder bei der Planung so richtig wirklich ganz bewusst gesehen habe, dass hier eigentlich eine sehr schöne, auf dem Rheindamm eine sehr schöne baumgesäumte, also rechts und links, ihr seht das ja, wie eine schöne kleine Fahrradallee. Also ganz toll. Es ist auch kein Schild gewesen, wo drauf stand, nur für Fußgänger. Also deswegen habe ich das auch benutzt, obwohl parallel rechts von mir da unten auch teilweise ein Teilstück auch Straße war, wo viele Radler dann lang sind. Aber ich bin nicht unbedingt der Sonnenanbeter. Also von daher, ich liebe natürlich bei ab 24, 25 Grad ganz gerne den Schatten und freue mich immer über Baumbestände, die auf meinem Radweg sind. Hier seht ihr gerade wirklich tatsächlich jetzt hier für Fußgänger und Radler zusammen und nicht nur unten drunter das Schildchen Radfahrer frei. Ja, jetzt geht es hier noch ein Stückchen um den Sport Yachthafen oder was auch immer, whatever das ist. Hier links werdet ihr gleich sehen, genau, mal ein Kameraschwenk. Das ist, war oder ist eigentlich mal geplant gewesen in der Historie. Das geht sogar ein ganzes Stück weit zurück in die Zeit von unserem nicht, war ja ein Franzose, dem Herrn Napoleon. Der wollte nämlich den Nordkanal bauen. Der sollte also hier von Neuss bis nach Venlo gehen. Da gibt es übrigens auch eine ganz tolle Radweg. Den bin ich auch schon geradelt. Also hier zwischen Neuss und bis Viersen war es, glaube ich, ist der teilweise ganz gut. Geht zwar auch viel durch neben die Straße entlang, aber findet ihr in meiner Videoliste, müsst ihr mal ein bisschen suchen, habe ich mal getestet vom Nettetal aus bis nach Neuss, bis dahin zum Yachthafen. So, jetzt geht es hier eigentlich immer der Erft entlang. Wie gesagt, die Erft mündet da auch rein, glaube ich, da in diesem Yachthafen oder daneben, nee, daneben, glaube ich. Das ist übrigens auch eine schöne Ausflugslokalität. Ich war da, weiß ich gar nicht, ob ich da schon mal drin war, wie auch immer. Ja, und hier natürlich sehr schön idyllisch, ihr seht das.
Also die Tour ist viel, viel schöner als am Rhein entlang, finde ich. Ja, hier biege ich dann jetzt ab von der Erft Richtung Norfbach. Beziehungsweise der müsste eigentlich jetzt hier rechts schon neben mir sein. Und den Norfbach, den folge ich jetzt ein gutes Stück weit, um bis zum Knechtstettener Wald zu kommen. Was ich auch ganz toll finde ist, das haben die hier auch neu gemacht, hier dieses Wegstück. Vielleicht war das auch ein bisschen überspült oder weggespült oder beeinträchtigt. Ich weiß gar nicht, vor ein oder zwei Jahren. Nagelt mich jetzt nicht fest. Habe ich hier noch die Baustelle gesehen? Da konnte ich aber auch schon durchfahren, obwohl da noch Sperrungen waren. Aber ihr wisst ja, wenn es fertig ist, Radfahrer haben keine Lust, große Umwege zu fahren. Ja, ich glaube, hier quere ich jetzt eigentlich auch tatsächlich, bin ich gerade über den Norfbach drüber gefahren. Und ihr seht ja, das ist eigentlich wirklich ganz, ganz toll. Man hat viele schöne schattige Abschnitte. Also ich bin da ja Fan von und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, also die Tour. Ihr seht, hier ist auch gar nicht so viel los. Am Rhein entlang, da hatte ich schon den Eindruck, an dem Tag, wo ich die Tour hier gemacht habe, dass da doch sehr viel mehr los ist, ne? Also sehr viel mehr Betrieb und naja, ich bin da nicht so wirklich Fan von, ne? Ich liebe eben, wie gesagt, gerade im Sommer, wenn es sehr warm ist, also eben diese schönen schattigen Radwege und ja, und ich meine immer abseits, also alles, was so zwischen Düsseldorf und Köln ist, eigentlich auch noch weiter bis Bonn, runter Bad Breisig etc., Honnef, da ist der Rhein-Radweg eigentlich sehr schön. Auch noch, sage ich mal, Richtung Norden, nördlich von Düsseldorf bis Kaiserswerth. Aber das ist eben alles viel zu überlaufen, ne? Also gerade so Köln und dann Düsseldorf. Aber okay, ne? Jeder wie er mag. Ne? Natürlich hat es den Vorteil, da gibt es viele Eisdielen. Ne? Man hat viel Gastro. Hier jetzt auf der Tour, ja, wie gesagt, eigentlich außer da am Kloster Knechtstetten, da gibt es halt eben die Außengastro, beziehungsweise mit innen drin natürlich auch, aber sehr schönen Biergarten draußen. Ist das so ziemlich hier die einzigste Möglichkeit, also direkt an der Strecke, so wie ich sie gefahren bin, jetzt irgendwie gastromäßig Kaffee, Kuchen, Bier, whatever das Herz begehrt, da einkehren zu können. Natürlich kann man natürlich rechts oder links hier an der Strecke abbiegen nach Norfrhein oder Derkum oder Allerheiligen. Das sind natürlich alles oder Dellhofen oder vor allen Dingen dann Puhlheim oder Löwenich. Da kann man natürlich abbiegen, ne? Und wenn man jetzt wirklich irgendwo da einkehren möchte, aber das ist natürlich nichts für mich, ne? Also ich liebe das Idyllische und auch eine schön gelegene Gastronomie, die jetzt wirklich hier ja eben auch so ein bisschen Flair hat, mit ja die ganze Stimmung. Also wenn ich immer erst irgendwo in so einem Dorf, in so einem Ortszentrum reinradeln muss, bloß um irgendwie Kaffee, Kuchen oder was zu essen, Pizza, Pommes oder was auch immer, da habe ich nicht wirklich Bock drauf, ne? Also vor allen Dingen nicht, wenn das im Sommer dann over 25 Grad warm ist, ne? Dann heizen sich die Orte und Puhlheim, Löwenich, das sind ja auch nicht gerade so kleine Ortsteile von Köln, das heizt sich da ungemein auf, ne? Da habe ich immer das Gefühl, ich gehe kaputt, ne? Also ich liebe, wie gesagt, hier diese, ich meine, auch hier, wenn jetzt mal so ein Stückchen offen ist, das ist
ganz anders, weil hier rechts und links ist grün, ne? Die Luft ist anders. Ich meine, gut, hier ist jetzt immer zur Linken der Norfer Bach. Ne? Da ist jetzt nicht unbedingt immer gesagt, dass das gut riecht. Ne? Da sind teilweise Tenside, die da reinfließen. Tja, das sind eben die Duftstoffe, die viele Leute in die Kleidung tun, ne, beim Waschen. Ja, jetzt hier habe ich gedacht, hier könnte ich mich verpflegen, weil es ausnahmsweise hier natürlich wieder irgendwelche Schützenfeste sind. Tatsächlich wurde auch geschossen, aber die schießen ja immer hier so schräg nach oben. Habe ich gedacht, vielleicht hier mir eine Bratwurst zu holen und für mich vielleicht hier irgendwie zu verpflegen, was zu trinken, aber irgendwie ist es mir dann doch ein bisschen zu viel Rummel und ja, ich weiß nicht, irgendwie hat es mir dann doch nicht so wirklich gefallen und naja, ich bin dann wieder weiter, aber mal so reingucken hier, was sich hier so tut, was so abläuft. Also ich habe eine ganze Weile überlegt, aber dann habe ich es doch vorgezogen. Nee, komm. Ich sag mal, von einer guten Imbissbude, Currywurst, Pommes. Ich weiß nicht, ne? Da bin ich irgendwie total Fan von. Ich meine, gut, eine Bratwurst, eine leckere mit Senf einfach, ist auch okay. Ja, gut. Dann, wie gesagt, immer weiter hier. Auch mal ein Abzweig. Hier bin ich jetzt, glaube ich, auch schon kurz vor dem Knechtstettener Wald, genau, das ist jetzt hier Roseller Heide, oder wie das Örtchen hier heißt, keine Ahnung. Und da muss ich auch ein Stückchen durchfahren, aber ja, das ist, aber ihr seht, das ist jetzt natürlich Nebenstraße, beziehungsweise gut, heute an so einem Feiertag ist nicht viel los. Hier ist ja natürlich schon wieder ein bisschen größere Straße, aber es sind halt nur ein paar hundert Meter und alles gut, alles harmlos. Wobei ich mich jetzt hier eigentlich ein bisschen vertan habe. Ich weiß gar nicht, ich bin nämlich hier jetzt direkt geradeaus und bin hier zu diesem Reitergut schnurstracks geradelt. Weil eigentlich, glaube ich, geht der Radweg eine Straße weiter dann rechts rein in den Neuenberger, in die Neuenberger Straße und dann umfährt man eigentlich dieses Reitergut. Aber was soll's, stand ja jetzt kein Schild privat oder Radfahren verboten. Jedenfalls habe ich keins gesehen, von daher alles easy, alles gut. Ich bin da ja, wie gesagt, auch ein bisschen schon mal schmerzfrei, was das so anbelangt. Und von daher, ja, war das auch mal ganz schön. Da wurden die Pferde gerade fertig gemacht oder kamen vom Ausritt und abgesattelt oder was auch immer. Also gut, Neuenberg Reitstall nennt sich das. Genau. Ja, und wie ihr seht, hier ganz entspannt alles. Keine großartigen Verbotsschilder oder so, dass man, ich meine gut, man sollte jetzt da nicht in Massen alle Radfahrer da durch, Heidewitzka, würde ich jetzt nicht unbedingt allen empfehlen. Also von links wäre ich jetzt hier an der Stelle normalerweise gekommen. Ich bin ja hier auch teilweise schon einige Stücke geradelt, ne? Also gerade auch durch den Knechtstettener Wald, das ist jetzt nicht unbedingt also unbekannt für mich. Ne? Von daher alles gut, alles easy. Jo. Ja, und ich denke mal, dass das jetzt hier auch schon der Knechtstettener Wald ist. Ihr seht auch hier durch den vielen Regen ein bisschen matschig. Ich bin dann auch schon, glaube hier eigentlich wollte ich geradeaus weiterfahren. Da habe ich aber den Weg gesehen oder den ich mir in Komoot geplant habe, habe ich dann lieber gelassen, weil da nur Matsche war. Ihr seht hier auch schon rechts und links viel Matsche. Ja gut, jetzt nicht mit großen Pfützen und tralala, aber ja, ich sag mal so, wenn ich irgendwie vermeiden kann, das Fahrrad direkt schon wieder sauig zu machen,
dann versuche ich das natürlich. Und irgendwie, man muss sich ja immer wundern, ne, dass das eigentlich alles schon wieder ziemlich gut abgetrocknet ist. Also von daher alles relativ. Ja, aber gut, das kommt natürlich dann auch immer auf den jeweiligen Boden und Untergrund. Ja, hier eine Tafel, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Der Wald als Wirtschafts, hier wird jetzt nicht so unbedingt, also ich glaube, da ist jetzt so ein bisschen auch der nachhaltige Gedanke. Ja, hier die blöde L35 war es, glaube ich. Ja, wie ihr hört, das ist ziemlich laut, ne? Und alle naslang kamen da auch immer ein paar Autos, aber gut, wenn man Geduld hat, kommt man drüber. Aber irgendwie große Kacke da, ne? So dieses schöne Waldgebiet wird da richtig mittendrin zerteilt von dieser blöden Verbindungsstraße, die hier zwischen, ja, ich denke mal, das ist hier, jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich es finde. Jetzt finde ich es gerade nicht so schnell, aber egal. Es müsste hier Wildpark oder beziehungsweise Dellhofen, der Ort Dellhofen und Anstel sein. Aber ich kann mich jetzt auch irren, dass ich mich jetzt hier ein bisschen falsch orientiert habe. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall blöde Querung, nicht schön. Die fahren da auch wirklich verdammt schnell. Da muss man also wirklich aufpassen. Ist nicht wirklich tolle. Also von daher bitte gut aufpassen, ne, dass ihr da heile auch rüberkommt. Ach ne, ich sehe gerade, genau, das müsste hier Nievenheim gewesen sein. Die L35 zwischen Nievenheim und Gohr. Ja, ihr seht, ich bin jetzt hier schon im Gebiet des Kloster Knechtstetten. Ja, hier habe ich auch mal wieder eine Aufnahme gemacht, die sehr aufwendig ist. So wie man, ja, leider nicht wie beim WDR, ein paar Kameramänner haben dabei hat, ne, die einen dann filmen von außen und einen selbst mal auf dem Fahrrad zu sehen. Also das sind schon sehr aufwendige Aufnahmen. Aber gut, die Tour heute war ja auch nur insgesamt gute 43 Kilometer lang. Und dann habe ich da auch schon mal ein bisschen Zeit zu. Ja, hier links jetzt, da wo das weiße Schild vor dem Eingang ist, das ist der Klosterladen. Und da gibt es natürlich Eis am Stiel und auch kalte Getränke. Ja, Eis am Stiel habe ich mir jetzt da nicht unbedingt geholt, obwohl ich es irgendwie, ja, befürchtet habe. Aber dazu kommen wir später. Ja, so sah es aus, aber ganz rein. Und Leute filmen möchte ich dann immer nicht, ist nicht so gut. Also geht es jetzt weiter. Hier meine Aufnahme tatsächlich erwischt, wo keine Leute gerade durchmarschieren, hier durch dieses Klostertor, dieses Klosterzugangsgelände oder whatever. Ja, und hier, wie gesagt, ist jetzt die Gaststätte, die hier zum Kloster Knechtstetten gehört, der sogenannte Klosterhof Knechtstetten. Ja, habe ich gedacht, okay, das machst du, weil die Tour heute nicht so lang ist. Kannst du dich mal ein halb Stündchen, dreiviertel Stündchen mal hinsetzen, Kaffee, Kuchen oder irgendwas essen. Aber da war alles voll, ne? Also das macht dann auch nicht wirklich Spaß. Ja, übrigens dieses Knistern, was ihr so im rechten Kanal hört. Ich habe so ein bisschen Probleme gehabt mit meinem Mikrofon. Aber das Doofe ist, ne, wenn man das aufnimmt, man hat ja keine Möglichkeit, live zu kontrollieren. Ne? Das ist ziemlich doof. Naja, gut. Deshalb habe ich den Ton auch schon mal zwischendurch, damit ich hier dieses Geknister ausblenden konnte, nur den ganz linken Kanal eingeblendet, wo ihr dann... Ich versuche ja immer so die
die Umgebungsgeräusche mit aufzunehmen, damit ihr auch so ein bisschen hören könnt, was da so zwitschert und wie so die Geräuschkulisse ist. Naja, aber gut, den Fehler habe ich gefunden, mein Y-Kabel, weil ich habe ja zwei Ansteckkondensatormikrofone, die ich dann rechts und links an der Schulter mache und dann in die DJ Pocket Mini 2 reinstecke. Ja, der Adapter, der hat einen Knacks, den muss ich tatsächlich wegschmeißen, aber ich habe schon neuen bestellt und beziehungsweise ich hatte noch einen und der ist in Ordnung. Aber den Fehler erstmal zu finden, ob es jetzt am Mikrofon liegt und etc. pp. Gut, ich bin jetzt hier auch schon im Video aus dem Chorbuschwald. Der ist übrigens auch nicht sehr klein. Ja, und jetzt wird es allerdings ein bisschen offener und auch weniger beschattet von der Strecke her. Jetzt geht es nämlich hier schon tatsächlich an dem Kölner Randkanal entlang. Ja, und jetzt knistert es gerade mal wieder. Aber ich muss ja immer mal auch ein paar lineare Bild-Video-Einschnitte, Szenen reinmachen. Und da sind halt auch eben immer mal ein paar Knistergeräusche drin dabei. Das lässt sich nicht ganz, leider nicht so ganz vermeiden. Ja, hier ist so ein bisschen doof. Eigentlich hätte man hier jetzt gerade direkt einfach nur über die Straße gehen müssen und weiterfahren zu können. Jetzt muss man hier so ein blödes Stückchen weiter an der Hauptstraße lang und dann über die Ampel. Also hier links wäre man, oder geradeaus hier so halb links, da vor der Baumreihe wäre man jetzt eigentlich schön mit dem Rad, aber wahrscheinlich wollte man dann das nicht, weil die Überquerung da über die Straße sehr gefährlich ist. Deswegen fahrt lieber besser über bis zu der Ampel und fahrt dann darüber. Ja, wollte ich noch sagen, ihr seht ja eingeblendet auch immer mal so zwischendurch, wo ich gerade bin. So zur Orientierung, ob es jetzt gerade Löwenich, Polheim oder sonst wo ist. Ihr seht auch, ne, das ist so ein bisschen der Nachteil an dem Kölner Randkanal, der übrigens wirklich, also man kann da nicht runtergehen, der ist wirklich so V-förmig und sind auch Warnschilder, also, und ich weiß nicht, warum der so rötlich ist, kacke rot. Hoffentlich hat das nicht wirklich was mit Kacke zu tun, oder vielleicht weiß jemand, warum der so rot ist und kann das mal in den Kommentar reinschreiben. Ja gut, dann muss man auch immer mal ein paar Straßen queren, aber wie hier jetzt auch wieder, oder Wirtschaftswege. Ich bin jetzt hier auch schon eigentlich kurz vor dem Gebiet hier, dem Zielgebiet. Genau, hier noch vor dem Köln-West-Weiden-Bahnhof habe ich noch kurz meine Picknick gemacht, was ich mitgenommen habe. Und jetzt werde ich mich aufmachen zu dem S-Bahnhof. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier jetzt noch der Aufzug, der übrigens auch sehr geräumig ist. Würde mich über einen Daumen hoch und insbesondere ein Abo sehr freuen von euch. Ich verabschiede mich schon mal und sage Winke, Winke, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.